Herzlich willkommen zur 5. Folge von Dragon Quest Builders. Wir haben beim letzten Mal den Auftrag bekommen, uns mit so einem bösen Vieh anzulegen und irgendein Herz der Finsternis zu besorgen. Und wir haben noch einen kranken Patienten hier im Bettchen, der will Gegengriff Giftkraut. Wie kriegen wir das denn? Müssen wir hier brauen, wa? Kann ich nicht. Ja, muss ich wahrscheinlich erst dieses Herz der Finsternis besorgen. Na gut, machen wir das. Problem ist nur, ich kann mir noch keine Schwerter und keine Rüstung und keine Schilder bauen, weil ich noch keinen Schmelzofen habe. Man kann ja noch nicht bauen. Ziegelgrill. Der Ziegelgrill ist eigentlich zum Kochen. Der Schwan sagt dafür, dass er Nahrung zuzubereiten. Ne, ist aber nicht um. Egal, ich habe eh noch gar keine Kohle und keine Erze und nix. Aber ich mache mir, glaube ich, trotzdem eine Ersatzkeule, falls hier eine kaputt geht. Keule. Was macht denn mehr Schaden? Angriff plus 1, Angriff plus 5. Dann machen wir das. Zack. So, ich habe Essen dabei, ich habe Heilkram dabei. Dann gehen wir mal. Gucken, ob wir dieses Vieh erledigen können. Ich weiß es nicht. Du. Was war da hinten in diese Höhle? Ich habe die hier beim letzten Mal schon gesehen, dieses Loch da hinten im Berg. Vielleicht müssen wir da rein. Ich meine, wenn es schon Herz der Finsternis heißt und da drin finster ist, wird es ja passen. Jetzt habe ich keine Erde zum Bauen. So, guck mal hier, die Blumen kenne ich gar nicht. Handvoll gelbe Blütenblätter. Ah, ist wahrscheinlich wieder nur Dekoration. Ich glaube, hier muss ich nicht rein, aber ich gehe trotzdem mal rein. Aus Neugier. Aber hier gibt's nichts. Na gut, nicht umsonst rein. Achso, an dem Efeu kann ich einfach hochklettern, ja. Praktisch. Sich hier latschen. Was hat der für eine Insel da? Hoffentlich muss ich da nicht hin. Aber sieht so aus. Aua, Fallschaden. Na, da muss ich mir ja erstmal wieder Erde besorgen, um mich da hinbauen zu können. Ah, ich glaube, das sollte reichen. Klotzige Kriecher erscheint, ja. Den müssen wir erledigen. Den da hinten, ja. Och, das ist aber gemein jetzt. Der beschießt mich, wenn ich jetzt da. Kann ich mich gar nicht in Ruhe hinbauen. Au, ah, jetzt bin ich vergiftet. Mann. Nervt mich jetzt schon. Boah, hör doch mal auf. Wie soll ich den denn erledigen? Ja, nervt du mich auch noch hier von hinten. Das hat mir doch gerade so gefehlt, ey. So. Wenn ich wenigstens einen Bogen oder sowas hätte.
Na, jetzt ist er wieder da. Der kommt sofort, sobald ich mich da näher. Ich weiß nicht, ob ich es riskieren soll. Mal versuchen, mich da schnell hinzubauen. Ich versuche es einfach mal. Oh, gefährlich. Gefährlich, 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 gefährlich. Oh, jetzt muss ich hier stehen bleiben. Nein! Ach. Ja, das... Okay. Ich hab's vorher gewusst hätte. Komm her, du. Jetzt mach ich dich hier. Fertig. Ja. Eigentlich kann man den Attacken ganz gut ausweichen, aber... Jetzt darf ich nicht stehen bleiben. Noch einmal heilen. Oh, ganz dramatischer Bosskampf hier. Eine Schnecke. Aber ich glaube, das könnte ich hinkriegen. Ey. Er hatte nichts drauf. Alte Kollege. Jawohl, besiegt. Und da ist das Herz. Wunderbar. Ha. Kinderspiel. Nehme ich hier noch ein paar Pilze mit. Ja, aber dass man hier laufen kann, das kann man ja wohl ganz schlecht sehen. Also, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich natürlich nicht so viel Angst gehabt. Aber ich bin schon mal ertrunken in dem Spiel. Also wirklich, ich bin ins Wasser gesprungen und dann bin ich einfach ins Nichts gefallen. Und daher hatte ich Angst. Ah, ich muss mir unbedingt welche von diesen Chimärenflügeln wieder besorgen. Aber wenn ich die gegen diese komischen Geier da kämpfe, dann kriege ich immer nur Eier von die Geier. Dann muss man zu Fuß laufen. In gefährlichen Nacht. Tag, kleiner Schneckenmann. Ah, guck mal, die schlafen. Oh, gleich sind wir wieder zu Hause. Legen wir uns auch mal schlafen. Geben wir ihm das Herz am nächsten Morgen. So, schlafen gehen. So. Guten Morgen, lieber Opa, ich habe was für dich. Ah. Ja, einmal abgeben, bitteschön. Könnte das oder etwa oder sollte gar. Ja, was denn? Gegengiftkraut, ja, jetzt kann ich das machen. Kann ich den Typ im Bett auch zu Ende heilen. Oh, ah, mir ist wieder eingefallen, wie ich Gegengiftkraut mache. Ein Ring der Immunität, auch. Das erste Mal, dass ich den Ring sehe. Gegen Giftimmunität, das wäre natürlich super. Erstmal Gegengift, was brauche ich dafür? Rosa Blütenblätter. Habe ich hier nicht schon mal gefunden? Was brauche ich hier? Reines Wasser, Gegengriffkraut und Gold. Ja, wenn es sonst nichts ist. So, rosa Blütenblätter. Die hatte ich doch bestimmt schon mal irgendwo gefunden. Ich muss jetzt mal was essen. Hab, hab, hab. Hab, hab, hab. So, reicht erstmal. Finde ich denn jetzt die rosa Blütenblätter? Da hinten ist so was Rosanes. Da. Jawohl, ja. Ja, sind die richtigen.
6 Stück, sollte doch für eins reichen, oder? Schauen wir mal, ob sie sich damit schon zufrieden gibt. Wir müssen ja nur den Kranken heilen. Wird das schon reichen. So, dann einmal den Kessel. Nein, ich will nicht reden. Nein, nein, nein. Ich wollte braun. So, Gegengriff. Gegen Giftkraut. Dafür brauchen wir auch diese klebrige Flüssigkeit. Aha. Zack, 3 Stück gemacht. Komm her. Benutzen. Jawoll, der ist wieder aufgepäppelt. Barmherzige Göttin. Ich bin keine Göttin. Oh, sehr gut. Ich bekomme 5 Chimärenflügel, brauche ich die nicht basteln. Ja. Inventar ist voll. Ich benutze mal diesen Lebenssamen. Tja, Maximum Lebenspunkte erhöht. So, und jetzt muss er da noch schlafen, bis er wieder aufwacht. Dann ist er nachher wieder fit. Und der hat eine neue Quest. Was kann ich denn für dich tun? Bla 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 bla. Okay. Was immer er wollte, ich hab's schon erledigt. Die Quests gefallen mir immer noch am besten. So. Sie hat zwei gekreuzte Schwerter über den Kopf. So, das ist keine Quest, sondern wenn ich das starte, dann beginnt hier so ein Angriff. Ich denke mal, dass das der erste im neuen Gebiet ist, dürfte der noch nicht so schwer sein. Ich glaube, den mache ich auch noch gerade. Dürfte hinhauen. In dem anderen Gebiet war es zum Ende hin schon recht happig, aber da hatte ich dann auch schon eine Verteidigungsmauer und alles aus Stein und so. Hier werden jetzt wahrscheinlich nur so ein paar Schnecken ankommen oder sowas. Hoffe ich zumindest. Aber meine Dorfbewohner, die helfen mir auch mit. So, aus welcher Richtung kommt... Boah, was ist das denn? Okay, damit habe ich jetzt Schnecken, okay, aber dieses riesige fliegende Vieh. Helft mir, helft mir! Ich brauche Hilfe. Zack, Rundumschlag. Jawohl. Feindenkräften geht das. Fliegt das große Vieh hier noch irgendwo? Ne, oh, guck mal hier da. Das ist das letzte Monster, wenn wir das besiegt haben, haben wir es geschafft. Jawohl. Sehr schön. Was haben die denn hier fallen lassen? Muss ich jetzt gleich mal gucken, hoffentlich liegt das noch da. Ach, ein blaues Teleportal. Ja, genau, richtig. Das gab es in der anderen Stadt auch schon. Da konnte man so Teleportale aufstellen. Und dann, da liegt es. Ich muss erstmal was ins Inventar tun. Und dann kann man schnell reisen zu Punkten, zu denen man, glaube ich, zu Fuß gar nicht hinkommt. Ist zwar auch hier dann immer relativ nah in der Gegend, aber da findet man dann zum Beispiel Erz oder so Kram, den man hier nicht findet. Ja, alles ins Inventar, was ich nicht brauche. Dann kann ich nämlich alles aufsammeln hier. Zack, zack, zack. Hexengrassamen. Aha, okay. So, dann kann ich doch vielleicht... Nehme ich hier noch ein bisschen Erde. Nein, ich wollte an die Truhe, ich wollte nicht mit dir reden. Verwickeln einen dann immer in so ein fatales, langes Gespräch. Oh, Erde. Zack. Habe ich nämlich beim letzten Mal auch hier... Ach, der ist aufgewacht, ey. Oder? Ne, der ist von irgendwo anders gekommen. Oh, der ist krank, der muss ins Bett. Was ist mit dir? Du siehst auch nicht gesund aus. Meine Betten sind voll. Ich leg dich erstmal hier hin. Quest. Mein Gott, jetzt ist... Was wollt ihr alles von mir? Ich soll schon wieder irgendwas töten. Naja. Aber gut. Haben wir fürs nächste Mal auf jeden Fall noch jede Menge zu tun. Bleibt dran. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Musik.